Die Vorbereitungen waren größtenteils abgeschlossen. Alle Fahrzeuge waren nun einsatzbereit. Wir hatten genug Kraftstoff, nahm aber nicht alles mit nach vorn. Ich ließ drei Versorgungsdepots einrichten. Alle im Abstand von circa 30 Kilometer auf unserer Rückzugsstraße. Jeweils ein Tankwagen und ein Munitionsschlepper. Sie sollten sich ein gutes Plätzchen suchen und abwarten, was da kommen mag. Mein Panther war soweit gut getarnt und die Besatzung eingewiesen. Also rollte unsere kleine Kampfgruppe vor, um dann in einem bestimmten Bereich das letzte Bollwerk gegen den Ansturm der Alliierten zu sein. Ich hatte meine Zweifel, dass wir hier heil herauskommen würden, aber was konnten wir schon machen? Wenn wir hier hinhaltend kämpfen, konnten sich unsere Einheiten weiter zurückziehen, und die angekündigte Grenadierdivision hatte genug Zeit, um bis zu uns vorzustoßen. In diesem unwegsamen und undurchsichtigen Gelände ist der Infanterist mit einer Panzerfaust genauso viel wert wie ein Panzer in einer gut getarnten Feuerstellung. Wir hielten uns in den bewaldeten Gebieten auf und marschierten so in den Angriffsraum. Hier und da trafen wir auf versprengte Einheiten, die abgekämpft und übermüdet von der unübersichtlichen Front zurückkam. Eine Gruppe LKW mit Packs im Schlepp kam uns entgegen und ich bedeutete, unseren Fahrer anzuhalten. Dann kletterte ich aus dem LUG und stellte mich auf die Straße. Ein junger Fähnrich stieg aus dem ersten Fahrzeug und kam zu mir. Er salutierte zackig und wollte eine ordentliche Meldung machen. Ich winkte ab. Was ist vorne los? Wo kommen Sie her? war meine Frage. Er entspannte sich, überlegte kurz und fing an, von den letzten zwölf Stunden zu berichten. Der Feind drückt hart von Norden in unsere so Richtung. Wohl noch 15 Kilometer bis zur Front. Massierte Kräfte mit starker Panzerunterstützung und viele schnelle Aufklärer, die plötzlich im Rücken auftauchen. Die Linien sind einfach zu dünn und der Feind schlüpft scheinbar einfach durch. Unsere letzte Stellung war nicht mehr zu halten und so wurde uns der Rückzug befohlen. Ich holte meine Karte aus der Tasche und ließ mir den letzten Standort der Packsoldaten zeigen. Da steht jetzt schon der Feind, das ist nicht gut. Er deutete auf eine Stelle in der Nähe und meinte, hier stehen noch ein paar Infanteriekompanien, und an diesem Fluss ist eine Furt, die ist sehr flach, und da kann man mit den LKWs leicht durch. Ich fragte ihn, welche Einheiten ihm gegenüber gestanden haben. Hauptsächlich Scharmenpanzer meinte er aber wir glauben, es waren trotzdem Engländer. Man konnte Infanterie mit britischen Stahlhelmen erkennen. Möglich, dachte ich. Eigentlich soll der Amerikaner hier stehen. Ich markierte alles in meiner Karte und dann musste ich noch wissen, wohin seine Geschütze verlegen sollten. Wieder zeigte mir der Fähnrich auf der Karte eine Stelle, wo ein Packriegel aufgebaut werden sollte. Das passte mir ganz gut, denn könnten wir auf dem Rückmarsch hinter dem Riegel verschwinden? sofern er dann noch da ist. Wo sind die anderen Offiziere? fragte ich dann am Ende des Gesprächs. Alle tot kam es zurück. Wir haben unseren Gefechtsstand durch einen Volltreffer verloren. Nur weil ich noch bei den Stellungen war, hat es mich nicht erwischt. Nun habe ich scheinbar das Kommando. Ich nickte, gab ihm die Hand und meinte, dass wir in zwei Tagen, so Gott will, auf der Straße zurückrollen würden wäre schön, wenn er uns dann dort erwarten würde. Er nickte dann und meinte, er würde sein Bestes tun, um uns zu decken. Also wieder eine neue Lage. Wir konnten nun nicht mehr so weit vorrücken, aber trotzdem wäre unser Auftauchen eine Überraschung. Weiter ging es, und ich gab den Kommandanten durch, wohin wir wollten. Wir fuhren wieder Spitze, und da wir noch weit genug von der Front entfernt waren, Saß ich auf dem Turm und die Beine baumelten im Turmluk. Rudolf wiederum lehnte am Turm und rauchte. Er schien immer noch guter Dinge zu sein. Ein Wunder, dass er noch nicht resigniert hatte. Wir machten einen technischen Halt und die Fahrer prüften die Antriebsanlage und die Ketten. Die Motoren waren ausgestellt und wir hatten 15 Minuten Ruhe. Ich trank etwas aus der Feldflasche und reichte sie rüber zu Rudolf. Wie geht's? meinte ich, und Rudolf nickte nur. Das heißt, sagte ich und schaute ihn fragend an. Ach, Peter, hob Rudolf an, wir stecken schon wieder bis zum Hals in der Misere. Die Letzten am Feind, kaum Reserven, übermächtige Luftwaffe, schlechte Vorgesetzte und immer wieder Ärger. Wie kann der Frontsoldat das noch retten? Am besten mit der Einstellung, dass alles vor die Hunde geht, aber Hauptsache, die Familie ist in Sicherheit. Wenn ich es nicht schaffen sollte, weiß ich doch, dass meine Lieben diese verrückte Zeit überstehen werden, überstehen müssen. Wir haben nun schon fünf Jahre Krieg und wir sind immer noch am Leben. Wir haben eben Glück gehabt. Und zu Hause ist auch noch alles in Butter, soweit man das aus den Briefen herauslesen kann. Deinen Eltern geht es auch noch gut. Die leben ja auch nicht in der Stadt. Alles weit genug weg von der Ostfront. Sollte der Armee uns überrennen und es nach Deutschland schaffen? Wäre es sicher besser, als wenn der Russe ins Reich einmarschiert? Ich hob den Finger an die Lippen und schüttelte leicht den Kopf. Leise, meine Güte, wenn das einer hört, der Amerikaner im Reichsgebiet. Ja, hast recht, Peter, aber wir wollen nicht zu schwarz malen. Die Alliierten haben nun auch immer weitere Versorgungswege und die Flieger müssen immer weitere Strecken hinter sich bringen. Somit haben die wenig Zeit, uns aufs Dach zu spucken. Schiffsartillerie kommt hier nicht mehr an. Und ich sag mal so: Die Alliierten kämpfen nicht wie die Russen. Die geben schneller auf und laufen weg. Also, ich denke mir, besser Westfront als Ostfront. Und ich sage dir noch was: Wenn wir hier schnell und hart zuschlagen, wird der Feind sich die Wunden lecken, tausend Bomben auf unsere Stellung werfen und dann erst vorfühlen. Dann sind wir aber schon längst weg und lauen in der nächsten Wechselstellung. Das wird nicht immer funktionieren. Aber die da drüben glauben, wir sind am Boden. Damit liegen sie aber falsch. Ich lächelte und dachte mir, ja, so muss man da rangehen. Anders geht es nicht. Es ging weiter und bald waren wir in einem Gebiet, wo es schon zu kämpfen kommen könnte. Wir durchfuhren einen Hohlweg, links und rechts ein kleiner Hang. Der Weg um die drei Meter breit. Wenn wir hier liegen bleiben, steht die ganze Kolonne. Ich gab über Funk durch: Die Gruppe solle zurückbleiben. Wir fahren 1000 Meter vor und peilen die Lage. Ich gab dem Fahrer durch: Er solle langsam fahren. Ich wollte keine Überraschung erleben. Ich stand im Turm und der Flieger MG war montiert. Man konnte ja nie wissen, und es ist auch wirksam gegen Infanterie. Ich Schärfte den Männern ein: Sie sollten auf alles achten. Rudolf sollte eine Sprenggranate laden und das Vorfeld beobachten. Vor uns lag dann ein Einschnitt. Als ob da ein Weg kreuzen würde. Ich war mir nicht sicher, bei unserem Lärm des Motors, auf einem Ohr den Kopfhörer, aber trotzdem konnte ich ein Brummen hören. Dann ging alles rasend schnell. Ein Spähfahrzeug kam aus dem Abschnitt links von uns herausgeschossen und fuhr voll in uns hinein. Die hatten uns wohl nicht gesehen. Es war ein Fahrzeug mit vier Rädern und einem kleinen Turm, wohl ein Stackhound, also ein bewaffneter Aufklärer. Ich hatte die Dinger schon mal bei den Briten gesehen. Unser Panzer wackelte zwar, aber wir schoben uns noch weiter vor. Das Spähfahrzeug hing schräg in uns drin und hatte scheinbar schon einen Reifen verloren. Ich war schnell im Turm verschwunden und schon rasselte das Bug-MG los. Konnte aber aufgrund des Winkels das andere Fahrzeug nicht treffen. Durch das Panzerglas sah ich, wie der Turm des Decker und auf uns eindrehte und die ersten Geschosse, wohl 30 oder 40 Millimeter, prallten an unserem Turm ab. Rudolf, Feuer auf die Bastarde, die schießen uns noch den Turm zu Klump. Unser Turm drehte, aber das Rohr war einfach zu lang. Wir kamen nicht an den Tommy ran. Rückwärts, alles, was drin ist, rief ich dem Fahrer über die Bordsprechanlage zu. Der Panzer ruckte an und rollte zurück. Nach vier oder fünf Metern war unsere Kanone frei und Rudolf feuerte seine geladene Sprenggranate auf den Feindpanzer. Die Explosion riss dem Feindfahrzeug die Vorderachse raus, aber es blieb noch intakt. Dann rief ich Panzergranate, Rudolf, wenn die nochmal zucken, zerstören wir den Spielwagen. Sie schossen nicht mehr. Die Luke ging auf und ein Kopf mit zwei erhobenen Händen kam zum Vorschein. Rudolf drehte den Turm auf die Frontplatte des radlosen Aufklärers. Das Geschoss würde bei der leichten Panzerung komplett durchgehen. Ich denke, das wussten die auch. Mir gefiel das trotzdem nicht, ich wartete ab. Zwei Männer stiegen aus. Die anderen waren dann wohl tot. Ich wollte nun gerade den Kopf aus meinem Panzer stecken, da bellte das Geschütz des Spähwagens wieder los und nach dem dritten Geschoss, was von unserer Kanonenblende abprallte, ruckte unser Panzer unter dem Abschuss der eigenen Kampfwagenkanone und der Staghound wurde förmlich zerrissen. Die Männer, die ausgestiegen waren, flogen ein Stück gegen den Hang und blieben liegen, schienen aber Glück gehabt zu haben, scheinbar waren die nur leicht verletzt. »Vorrollen«, rief ich, »schieb das Wrack beiseite!« über Funk rief ich die Kampfgruppe an nachzurücken. Die haben sich auch sicherlich schon arg Sorgen gemacht nach dem Lärm hier vorne. Dann schnappte ich mir eine MP und kletterte aus der Luke. Die beiden Briten lagen benommen auf dem Waldweg und aus ein paar Kratzern und geplatzte Trommelfälle war wohl nichts passiert. Ich zeigte auf die beiden Männer, dann deutete ich auf das Wrack und zeigte mit den Händen die Zahl 4. Ich wollte wissen wie viele Soldaten in dem Wagen waren. Der Sergeant der Engländer, so würde ich den Dienstgrad zuordnen, zeigte fünf. Aha, also drei Mann sind drin geblieben und die wollten es wohl wissen. Der Brite schrie mich an, denke wegen seinen Trommelfällen, konnte er selbst nichts hören. Er rief: I thought the men were all dead, so we bailed out. Looked like the gunner was still alive and not in the mood to surrender. Ich konnte nicht alles verstehen, aber Gunner, Surrender und Thought reichten mir. Er meinte damit wohl, dass sie dachten, die Männer wären alle tot. Deswegen sind sie ausgestiegen. Scheinbar war der Richtschütze nur bewusstlos und hat dann wieder angefangen zu feuern. Nun denn, nun sind sie auf jeden Fall alle tot. Die Briten wurden dann auf unsere SPW geladen und soweit es ging, vom Sanitäter versorgt. Dieser Rauch im Waldgebiet gefiel mir nicht. Das Fahrzeug qualmte übel. Mit dem Fernlass konnte ich am Rande des Waldes eine kleine Scheune entdecken. Rudolf, sagte ich, schießt zwei Sprenggranaten da rein. Wenn das Ding auch brennt, können wir die Luftaufklärung ablenken. Rudolf drehte den Turm auf 9 Uhr und in kurzer Folge schlugen zwei Granaten in das Gebäude ein. Das Stroh fing Feuer und nach zehn Minuten war eine hohe Qualmwolke zu erkennen. Wir drehten ab und schlugen uns weiter in nördliche Richtung durch. Am frühen Abend waren wir dann an unserer Verteidigungslinie angekommen. So glaubten wir. In dem Abschnitt lag ein Regiment, das nur noch auf dem Papier Bestand hatte. Ein Hauptmann kam zu mir und ich wies ihn in die Lage ein. Er war hocherfreut, dass wir nun die zweite Sicherungslinie übernehmen würden. Die HKL lag noch drei Kilometer voraus und die ersten Truppen waren schon auf dem Rückmarsch. Laut Aufklärung schienen die feindlichen Kräfte es nicht eilig zu haben, denn sie stießen nicht vor. Die sind auch müde, dachte ich mir, aber die können auch eher mal ihre Einheiten aus dem Frontbereich abziehen und frische Kräfte nachschieben. Ich hoffte nur, dass die Ablösung dann über wenig Kampferfahrung verfügen würde, das würde uns dann in die Karten spielen. Mit dem Hauptmann zusammen schaute ich mir die Stellung an und war mir sicher, dass wir hier gut was ausrichten könnten, wenn die anderen dann angreifen würden. Es dauerte bis spät in die Nacht, als ich endlich zufrieden war. Die Panzer waren gut getan, in Stellung gegangen, Munition und Kraftstoffe ausreichend vorhanden, Wechselstellung erkundet, und wir hatten einen Kampfwagen so pastiert dass wir sogar ein Kreuzfeuer aufbauen konnten. Wie im Lehrbuch. Nur hatten wir auch Glück, dass es dieses Gelände überhaupt zuließ. Ein Melder kam noch zu uns und gab mir die Feindlage der Aufklärung. Also doch Briten und Kanadier vor uns, das sind zähe Burschen. Hätte mir lieber Amerikaner gewünscht, aber nun gut. Wir sollen den Vormarsch ja nur verzögern und nicht die Alliierten ins Meer zurückdrängen. Die Männer sollten sich ausruhen. Zwei Spätrupps wurden vorgeschickt und Vorposten aufgestellt. Die werden sicherlich ihren Aufklärer suchen und sicher werden die schon wissen, dass wir hier sind. Wir aßen noch eine Kleinigkeit und ich machte es mir unter dem Panzer gemütlich. Alles war soweit erledigt. Alle waren eingewiesen. Der Tanz konnte losgehen.